Hallöchen, Leutis, und es ist mal wieder soweit. Ihr könnt entscheiden, was als nächstes Let's Played wird. Ihr könnt natürlich sagen, nein, macht Call of Juarez weiter. Oder ihr sucht euch eins von diesen Spielen hier aus. Da haben wir einmal, eine Sekunde, einmal Sniper Elite, unzensierte PEGI-Fassung, inklusive Gore und Blut. Wenn es eine Situation gibt, die US-Regierung nicht tolerieren kann, dann ist es eine von Guerillatruppen kontrollierte Uranmine in einem Schurkenstaat. Als Scharfschütze einer Eliteeinheit ist es deine Aufgabe, die Mine im Rahmen einer geheimen Delta Force-Mission zu sichern. Wenn du das feindliche Gelände infiltrierst, steht nicht nur deine eigene Sicherheit, sondern die Sicherheit der gesamten Welt auf dem Spiel. Deine Mission kennt nur ein Ziel, die Eliminierung deiner Gegner. Nur wenn es dir gelingt, unentdeckt zu bleiben, hast du eine Chance zu überleben. Features: Erlebe ein absolut realistisches Ballistiksystem, das nicht nur die Distanz, sondern auch die Umgebungsparameter wie beispielsweise Wind mit einberechnet. Kontrolliere deine Atmung, um die Präzision deiner Schüsse zu erhöhen. Arbeite mit deinem Beobachter. Blablabla. Okay. Ey, voll den Knoten in der Zunge. Okay, weiter. Arbeite mit deinem Beobachter zusammen, um noch effizienter zu agieren. Verfolge im Bulletcam-Modus, wie deine Kugeln mit tödlicher Präzision ihr Ziel finden. Natürlich 100% unzensiert. Dann haben wir einmal Soldier of Fortune 3 Payback. Endlich ist es soweit. Payback heißt der dritte Teil der Soldier of Fortune-Reihe. Bereits der erste Teil wurde aufgrund seiner detaillierten und exzessiven Gewaltdarstellung in Deutschland indiziert. Beim zweiten Teil Double Helix ging der Gamehersteller Raven Index im Vorfeld aus dem Weg, indem er die originale Version für die deutsche Veröffentlichung stark zensierte. Payback wurde nun unter neuer Leitung entwickelt. Entwicklerfirma Coldrum verwendet auch prompt die neue Havoc Engine, wodurch nun der ohnehin schon sehr blutdurchtränkte Spielinhalt noch mit herausstehenden Knochen und Fleischstücken ergänzt wird. Der Titel ist in Deutschland wegen des hohen Gewaltgrades nie veröffentlicht worden. Der Spieler steigt in die altbekannte Rolle von Jen Mullins, der sich als Söldner im Auftrag der Antiterrororganisation The Shop in den Gewaltkrisenherden der Welt, unter anderem dem Nahen Osten, Afrika, den Weg freischießen muss. Es gilt wieder, eine komplexe Handlungsstruktur aufzudecken und dabei eine Terrororganisation zu bekämpfen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt in einem ausufernden globalen Konflikt zu treiben. 100% unzensiert. So, ihr entscheidet. Sniper Elite oder Soldier of Fortune Payback. Ich habe auch die Original-Uncut-Version von Scarface hier. Ist aber Englisch, aber vielleicht gibt es dafür einen deutschen Patch. Könnt ihr auch für abstimmen, wenn ihr wollt. Also, legt los. Die Abstimmung ist gegen 15 Uhr vorbei und dann steht fest, was wir Let's Playen. Also, bis dann, euer Game Ghoul. Ciao, ciao.